Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Hallo, auch von mir. Toni ist auch am Start. Wir machen direkt mal eine Tour auf. Und ich habe leider schon wieder vergessen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Wir müssen nochmal weg. Oh, wir waren nicht gut genug versteckt. Was haben wir denn gemacht? Tierwesen. Wir haben die gestreichelt gepflegt. Und so. Es ist traurig, es ist nicht mehr so lange her gewesen und ich bin trotzdem wie ein Käse. Wie, du bist wie ein Käse? So löchrig, mein Gedächtnis. Ach so. Hier ist mal, da hat Sir Cadogan mit uns gesprochen. Hast du das gesehen? Der hat was gesagt. Nein, ich habe das nicht gesehen. Das ist nicht Sir Cadogan. Aber er muss hier irgendwo sein. Wir können ja mal da runterspringen. Gott, nein. Das mag ich nicht so gerne, wenn du sowas machst. Das kann Antonia gar nicht leiden. So, war hier noch was? Nein. Nee, beknackte Rätsel. Den wir eh niemals lösen. Also entweder jemand spoilert uns da halt so hart, dass wir genau wissen, was wir tun müssen, oder wir ignorieren es einfach für immer. Ignorieren es für immer. Ach so, wir haben noch keinen Auftrag. Ja, ich würde sagen... Unser typisches Problem. Gucken mal einen anderen Auftrag. Was machen wir Schönes? Ja, da, wir was ist denn das mit dem Helm? Was für ein Helm? Ah, das ist nicht da? Nur kurz Helm. Da müssen wir zu Sirona in die drei Besen, aber das will ich jetzt heute nicht machen. Okay. Also das können wir noch gar nicht machen. Oder wir können diese Dinger sammeln. Ja, genau. Und wir machen immer noch... Das haben wir nicht gecheckt. Oder ein Accio. Ah, das könnten wir mal machen. Ein Accio-Duell? Aber warum denn nicht, oder? Ja, okay. Und dann ist hier... Was ist das nochmal? Können wir auch nochmal gucken. Wir haben 20% der Herausforderungen, die es gibt, gemacht. Und am besten sind wir bei Aufträgen. Erkundungen sind wir wohl nicht so toll. Aber immerhin haben wir die Hälfte aller Handbuchseiten. Warum sind wir bei Raum der Wünsche bei 0%? Wir haben doch den Raum der Wünsche schon gefunden. Ja, aber wir sind nie da drin. Das ist wahr. Ich wollte gerade noch sagen, wenn wir das jetzt irgendwie so gerade machen, dann könnten wir überlegen, falls wir nochmal jemandem begegnen, einfach nochmal Schülern oder so helfen. Oder sie anrempeln. Buff. Das machen wir ja sowieso immer. Wieso läuft er mit einem Besen rum? Wieso läuft Leo nicht mit seinem Besen rum? Weiß ich nicht. Irgendwo blinkt es hier doch schon wieder. Das regt mich so auf. Ehrlich. Ich finde, die sollten diese... Also entweder ich sehe diese Handbuchseiten. Oder... Man sieht sie nicht. Ja, ich finde, sie sollten das Plingen dann weglassen, weil das macht einen doch verrückt. Was kann ja sogar in einem anderen Stockwerk noch sein. Revelio. Ne? Wahrscheinlich. Es ist schwierig. Es regt mich... Es nervt mich echt richtig hart. Vielleicht hier bei dieser tollen... Nein. Das ist oft so bei Statuen oder Bildern oder so, ne? Ja, ja, genau. Aber hier jetzt nicht. Vielleicht hier bei diesem wunderschönen... Nein. Ich verstehe schon diese ganzen Reels, die sich darüber lustig machen, dass man nur Revelio macht. Wir haben es wirklich zu wenig gemacht. Aber um diese blöden Buchseiten zu finden, geht es gar nicht anders. Echt unten am Brunnen, oder hatten wir da schon mal eine? Ich glaube, da hatten wir da. Ich gucke mal. Hatten wir nicht in der letzten Folge? Also obvious. Ja, ich glaube, das wäre zu obvious, wenn da jetzt eine ist. Die war. Aber jetzt können wir das mit dem Lumos probieren. Wo ist denn Lumos schon wieder? Nicht bei uns. Ne, wo ist denn das? Blaue. Im Zauberstab. Genau da, ja. Geht mal weg, ihr Eulen. Oh nein. Mit der reden da wir können aber wir nicht. Helfen. Ach ja, stimmt, das ist diese Doofe, ne, die wir nicht so mögen. Ist. Sie guckt denn auch diesen Spiegel die ganze Zeit so an. Dann helfen wir jetzt mal. Ach, das war der nicht ging. Hatten wir das schon mal ausprobiert an dem Spiegel. Ja, genau, das schon mal gemacht. Schade. Aber wir können hier rein. Jetzt kommt Hallo, Homura. Wundervolle. Nee. Ich hasse das. Verstehe es immer noch nicht. Wir werden das auch niemals herausfinden.
Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass es da definitiv keine Logik hinter gibt, sondern dass es einfach nur rumprobieren ist. Aber kann man es dann nicht auch einfach Dich sinnlos. weglassen? Das ist richtige Zeitverschwendung, oder? Macht einen Total. fuchsig. Es ist so unnötig, weil es ist ja nicht mal so, als würde sich hinter diesen Schlössern was ganz Tolles verbergen, Ja, sondern es ist genau. halt einfach nur just another Truhe. Ja, genau. Die halt, damit man nicht alles auf einmal Wow. looten kann, sondern dass man Legioso. halt so mehrere Level hat. Noch eine Handbooster. Nein. Dann haben wir jetzt 48%. Nein, wahrscheinlich nicht. Revelio. Jetzt habe Das ich wäre das super. nicht pling gemacht. Hüpf. Hat er das Buch noch, als er Hüpf. das hat? Wow, okay, mutig. Oh, Ich deine Freunde wieder. liebe die. Das sind echt die Besten im ganzen Schloss. Ich würde die ja bei mir zu Hause hinstellen, ne? Würde ich machen. Aber nur wenn sie auch singen. Das, ich höre nichts. Piefs hat sie abgelenkt. Ach man, wieso reden die so viel über Piefs? Revelio. Guck, jetzt sehe ich Könnte hier nur gerade aus Teilgeschwerden werden. diese bescheuerten Handbusser nicht. Hier. Den Leuten ja so gut gefallen hat, was wir so privat es Ich komme erzählen. am Was See. machst du denn Schönes am Wochenende? Antonia, gut, dass du sagst. Wir sehen uns. Wir Ja, sind. das stimmt. Kommst du nicht zu Ich mir? hätte es fast vergessen. Weil ich Ja. feiere Hallo, Humora. meine Party. Weil ich Gefette ja jetzt alt Party. bin. Ja, stimmt. Und ja, was Wird sollen bestimmt wir lustig. anders, ja? Ich finde das ganz cool. Die Amber hat sich nämlich ein Motto überlegt für ihre Party. Leider nicht Harry Potter. Ich war ein bisschen traurig. Ja, aber das wäre doch Wäre vielleicht gern ein als bisschen Dobby viel. gekommen. Nein, ich mache eine ABC-Party. Wo man. Ach ja, Super, brauche ich hier Lumos? Nein. Ich mache eine ABC-Party, wo man immer mit dem. Ach ja, das können wir nicht. Mit dem Nee. Anfangsbuchstaben sich verkleiden muss. Also ich müsste was mit A wählen und Also ich weiß ich ja schon, was ich auch. werde. Stimmt, das ist ein Revelio. bisschen langweilig bei uns beiden. Ich werde passend zu meinem Charakter alte Dame oder alte Frau, wie man möchte. Das ist echt cool. Ich bin echt gespannt, wie du aussiehst. Mein Papa meinte Ja. schon, als ich ihm davon erzählt habe, dass Toni das vorhat, da muss Toni sich gar nicht verkleiden. Lumos. Richtiger Schenkelklopfer. Nee, aber ich dachte mir auch, ich kann mich gut damit identifizieren. Ich hatte als Alternative noch Revelio. irgendwie Ananas, nicht irgendwie Strange oder Abflussreiniger. So Ich. ein, wie so ein Plömpel. Warte. Ach so, oder Heißen die so? dieser. Ja. Meinst du, also wie so eine Heißen die Plö. Flüssigkeit, die man so rein? Ja, die Nee, heißt wahrscheinlich nicht. Sorax zum Beispiel. Ja, Ist, glaube das ist ich, die Marke. Ja. Abflussreiniger. Richtig unnötig hier. Und ich gehe als Anaconda. Finde ich auch richtig witzig, bin richtig gespannt. Ja, weil ich habe noch so ein cooles Kleid, was ich noch nie Revelio. anhatte. Was ich Ich hoffe, du schlängelst dich auch auf dem Boden rum. natürlich nicht. Auf keinen Fall werde ich Schade. das tun. Das Kleid ist auch nicht dafür gemacht, sich irgendwo hinzuschlängeln. Es ist eher so ein Stehkleid. Ah, Es gibt einen Grund, warum ich ungemütlich. das nie anhatte. Aber ja, ich hatte halt noch so Alien zur Auswahl. Aber das ist halt so sehr karnevalig. Ich liebe Karneval. Deshalb wollte ich auch Alien werden. Aber hier Warst waren wir krank. einfach auch. Genau, ich war krank dieses Jahr. Das kann doch Deshalb nicht war sein. schade, weil wir wollten zusammen feiern, Ja, aber genau. es hat nicht geklappt. War viel cooler, die Idee, nämlich an einem Tag, wo Antonia und ich zusammen feiern gegangen wären. Wäre Antonia als Papagei gegangen und ich als Pirat. Und dann hätte ich Antonia auf meine Schulter setzen können. Das wäre so genial gewesen. Stimmt. Das hätte ich so gerne gemacht. Ich Aber. hab uns schon Revelio. richtig darin gesehen, aber es sollte nicht sein. Aber nächstes Jahr dann. Ja, auf jeden Fall. Also dieses Alien-Kostüm mache ich auf jeden Fall auch, aber Pirat geht ja auch auf jeden Fall immer. Und ja.
Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Party. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch ein Und paar ich andere Sachen hoffe, geplant, tatsächlich. ich hoffe, auf deiner Playlist ist dann auch My Anaconda Don't. My Anaconda Don't. My Anaconda Don't. Ich kann den Text nicht mal so schlecht bin. Ich Ich weiß auch kann nicht, den von wem das Text. ist, aber jeder kennt's bestimmt. Also, das wird mein Einlaufsong, wenn alle schon da sind. Weißt du, stehen alle Spalier und dann laufe ich. Ja. Da mache ich auch so ein bisschen Du Booty, tanzt. so ein bisschen Booty Shake, weil ich das Finde ich richtig gut gut. kann. Ich kann auch super twerken. Also toll geht das. Da bin ich Ja, ich richtig freue gut drin. mich. Blamier Es wird mich ein auch gar Highlight. nicht. Ich bin die neue Nicki Minaj. Twerkt die nicht auch? Ah, Miley Cyrus twerkt auch. Stimmt. Ich werde die Love neue twerken. Miley Cyrus. Ich sag's I euch. love it. I love Yes. it. Na, jetzt komm. Privet. Was machst du denn hier Geh. draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Super. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Hexen und Zauberer. Kann das sein, dass Ravenclaws, Slytherins und Gryffindors immer so richtig arrogant sprechen? Ja, Das bisher haben wir triggert wirklich mich auch. viel mit arroganten Leuten zu tun gehabt, tatsächlich. Ja. Welchem Haus ist Nettie? Ist die auch ein Gryffindor? Ja, die redet nicht so. Aber Ist cool. die anderen, da denke ich mir mal so, Ja. kannst du nicht normal reden? Ich bin Stimmt. dabei. Legen wir los. Super. Okay, wir haben nicht mal Accio Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Stimmt. Akio. ausgewählt. Wir sind super vorbereitet. Ich finde dieses Duell auch irgendwie lächerlich, muss ich ehrlich Ist sagen. total öde, wirklich. Aus dem Handgelenk. Halt doch die Schniss. Ich muss mich hier erstmal sammeln. Ach, jetzt ist es Jetzt plötzlich können wir es doch. auch. Ach doch, ist doch da. Ach doch, es war auch in unserer zweiten Zeile, glaube ich, wirklich da, weil in der ersten Kampfzeile hatten wir immer Pulso. Nicht für die Pulso. Buchseiten. Pulso hatten wir in der ersten Depulso Kampfzeile. heißt das, glaube ich. Akio! Habe ich denn gesagt? Ach so, ich dachte, die kann man schieben. Nee, kann man nicht. Das war jetzt genau Akio. da drauf. Und jetzt kullert der uns da zur Seite. Ach, ja. Okay. Wie sollen wir denn an den drankommen jetzt? Übertriff das mal. Ja, halt doch mal die. Das Wieso ist redet in der der Tat so? wahr. Kann Ich er nicht. weiß es nicht. Kann er nicht normal reden? Aber wen ich noch schlimmer finde, ist. Akio. Oh. Wen fand ich denn noch schlimmer? Irgendjemand hatte ich gerade im Kopf und jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Wir sind mal wieder richtig gut. Das ging ein Diese bisschen vom daneben. Fliegen fand ich richtig Akio. nervig. Wen ich auch richtig nervig fand, ist diese mit den Koboldsteinen. Ja, das stimmt. Aber wen ich auch irgendwie unsympathisch fand, obwohl die ja eigentlich sehr nett ist, war diese Ein Preeti da Kinderspiel. von dem Tierwesen. Ja, das stimmt. Ja, irgendwie Aber nervig. die war wenigstens nicht so arrogant. Ja. Aber wir wurden tatsächlich schon mal gefragt, wer unsere Lieblingscharaktere aus Hogwarts Legacy sind. Wer ist denn so außer Habe ich etwa Nettie? gewonnen? Oh ja! Wir alle ganz Nettie finden. Dein Lieblingscharakter. Ja, Nettie auf jeden Fall. Leo. Leo ist der Beste. Wir Oh hätten um Mann, ein ey. paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Ich hasse ihn. Ich Aber bin müssen wir wohl, jederzeit wa? bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Halt die Klappe. Weil ich finde hier noch diesen Slytherin Akio-Duell. ganz cool mit Keine dieser Runde ist wie spannenden die andere. Backstory da, der uns in die Akio. Bibliothek begleitet hat. Sebastian? Sebastian. Den finde ich cool. Es hat gebuggt. Akio. Oh Mann, ey. Oh, Leute, das war es gibt Schlimmeres. bis zu Akio. stark. Ich weiß nicht, was in meinem Leben. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Ist Aus aber dem auch lange her, Handgelenk. dass wir das letzte Mal gemacht haben. Naja, aber eigentlich ist es jetzt nicht das Komplizierteste, was es auf der Welt gibt. Offenbar ist es das aber schon. Wie schlecht kann man Du bist sein? mir einfach nicht gewachsen. Ach, halt doch die Akio. Klappe. Wieso kann der nicht dann so ein fairer Gewinner sein? Du bist mir einfach nicht gewachsen. Was stimmt nicht mit ihm? Übertriff das mal. Ja, halt die Klappe.
Jetzt werde ich hier aber gleich echt ein bisschen ungehalten. Akio. Hm. Oh, bei Merlin. Haben wir gar keine Punkte, doch. Lass es uns einfach nochmal probieren, weil es so ultra witzig ist. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Ach, nee. Noch eine Runde? Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Mir gefällt, dass Leo nicht so arrogant ist. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Das ist wahr. Akio. Das sieht jetzt aber schon gefährlich. Nee, doch nicht. Okay, jetzt irgendwie ist, also macht er das jetzt extra, dass er auch extra schlecht ist, damit wir auch mal ein paar Punkte bekommen? Ja, er wird immer schlechter von Runde zu Runde. Akio! Ja, auch. Nee, jetzt, das war gut. Jetzt sind wir voll im Run. Es ist immer, hier, wie sagt man, alle guten Dinge sind drei? Ich weiß nicht. Leo sind es auch manchmal vier oder fünf Versuche, aber irgendwann. Aber guck mal, hat er uns ins blaue Feld? Ja, hat er. Wir sind jetzt auch bei 50. Danke. Richtig gut. Dann habe ich noch ein bisschen. Hier. Geh doch mal mit deinem Dickschädel da weg. Akio! Das ist echt so. Das war ja unglaublich. Akio. Unglaublich. Mausi. Kann uns auch gar nicht mehr einholen. Aus dem Handgelenk. Ich finde den sehr ätzend, muss ich sagen. Akio. Ich würde sagen, das gewinnen wir. Sigi. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, du hast mich besiegt. Ja. Eindeutig. Kriegen wir jetzt irgendwas wenigstens dafür? Hoffentlich irgendwie eine gewonnene Aufgabe oder so. Du hattest nur Glück. Ich sag jetzt, das war kein Glück. Ja klar, wir können auch mal arrogant sein. Also so wie der jetzt die ganze Zeit mit uns geredet hat. Das war kein Glück. Ich bin einfach besser. Oh, also, schön, du hast recht. Wir können es auch. Als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Oh, das ist beides also der Schlechteste. Blöd. Ja, stimmt. Weiter, das ist vielleicht so ein bisschen motivierend. Komm hoch, Leander. Üb weiter, dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Na, vielen Dank. Haben die gerade ihren Schlechtesten vorgeschickt, damit der gegen uns kämpft? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Und das ist dann der Maßstab, an dem wir uns messen. Genau. Wir haben schon wieder keinen Auftrag. Nee. Mach mal Revelio, vielleicht ist hier noch irgendwas. Somehow. Leer gefegt. Aber ich hüpfe auch gerne. Das finde ich auch schön. Das gefällt Leo auch immer gut. Okay, Spaß beiseite. Wir sind ja hier nicht zum Spaß haben, ne? Ah, wir können hier Glaciers machen. Hm. Aber ich glaube, es heißt. Das sind diese Ballons. Ja, genau. Ich habe letztens irgendwo gelesen, es hatte jemand kommentiert, dass man, wenn man mit dem Besen da lang fliegt, dass man damit irgendwie schneller sein kann. Ah. Ich frage mich, wie das geht. Jetzt müssen wir sie kaputt machen, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber dann wollen wir es ausprobieren? Ja, machen wir. Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ich bin ja immer ein bisschen auch. Oh, Entschuldigung. Diesen Bahnhof, da haben wir doch bestimmt mit Flohpulver. Oder wir üben direkt und fliegen dahin. Ah ja, stimmt. Ist für überhaupt Fliegen? Ich weiß gar nicht, ob das so eine Fliege-Challenge ist. Ballons über dem Bahnhof platzen, aber wie ist die Frage? Haben wir eine Waffe dabei? Eine Waffe? Ballons? Um die platzen zu lassen. Ja, wir haben viele verschiedene Zaubersprüche, Antonia. Ach ja. Das war jetzt nicht so schlau. Und Ballons ums Quidditch-Feld gibt es auch noch.
Hast du ein Ziel angegeben oder weißt du, wohin du fliegst? Nee, da wo der Punkt ist halt. Wir können ja mal probieren, da durchzufliegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir fliegen einfach dagegen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Oh Gott. Ah, die Challenge hat das schon genau so ist es. Wir haben es geschafft, wir haben es kaputt gemacht. Wir müssen einfach nur dagegen fliegen. Das ist ja easy. Fliegen können wir ja wie eine Eins. Ja, wenn ich nicht unter Druck bin, dann geht das. Vor allem hier sind auch keine Bäume, die mich aufhalten könnten. Die Höhe ist eigentlich ganz gut für uns, ne? Jetzt habe ich gerade hier mal kurz... Langsam, aber sicher. Jetzt müssen wir noch zum Quidditch-Feld und dann haben wir es ja schon geschafft. Das ist ja easy. Ach, ist das nicht eine schöne Aussicht? Das ist total schön. Genießen? Ja, machen wir. Wie hält man den denn an, den guten Mann? Ich wollte jetzt, dass man... Ach, komm. Hi, Leo. Hi. Wen winkst du denn da? Wer soll dich denn da sehen? Also, er hat nicht uns gewunken. Ganz schön frech von ihm. Aber da ist das Schloss. So, jetzt haben wir alle die Aussicht genossen. Jetzt können wir auch mal wieder zum eigentlichen Teil hier übergehen. Da hinten ist das Quidditch-Feld. Anaconda. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Das ist problematisch. Allerdings, wenn die Folge rauskommt, war die Party schon. Ach, stimmt. Ja, die kommt wahrscheinlich erst am 1. Mai raus. Wir sind nicht so gut im Moment mit dem Let's Play. Wir schaffen das nicht so. Aber vielleicht können wir euch erzählen, wie die Party war, wenn wir das nächste Mal wieder aufnehmen. Bestimmt, wenn wir in 100 Jahren daran denken. Weil ich habe heute auch das Freundebuch, was ich auslegen werde, was alle unterschreiben sollen, beendet. Ups. Classic. Schade. Boah, wie smooth war das denn? Und genau. Das mache ich. Dann muss jeder 5 Lieblingssongs abgeben. Ja. An der Tür, damit wir eine Playlist haben, die jedem gefällt. Sollte ich mir jetzt schon mal Gedanken zu machen, ne? Ja. Man kann das ja auch den Abend über sonst machen. Also nur, dass man halt irgendwie... Ich fand es irgendwie ganz cool, wenn jeder so ein bisschen was dazu beiträgt. Ich mache natürlich so ein paar Party-Songs. Jetzt natürlich auch Anaconda. Ziemlich gut. Eigentlich so gar nicht meine Mucke, aber so Party-mäßig lasse ich mich auf alles ein. Erzähl uns doch mal, was so deine Mucke ist. Tatsächlich hat es bei mir nicht so viel Entwicklung passiert. Ich habe als Kind schon immer die Musik von meinem Papa gehört und hatte damals in diesen Freundebüchern, die man so in der Grundschule hatte, immer bei Lieblingsband oder so stehen Nirvana. Alle anderen immer so No Angels oder Britney Spears und ich immer Nirvana. Und ja, daran hat sich auch irgendwie nichts geändert. Also ich höre irgendwie immer noch das Gleiche. So Alternative Rock, Punk. Ah ja. Ja, aber damit hattest du mich ja auch angesteckt. Antonia hat mir früher nämlich immer CDs gebrannt. Das hat man damals immer noch so gemacht. Ja. Green Day und von Blink. Genau, ja, die höre ich auch immer noch gerne. Es hat sich wirklich nichts getan bei mir. Und Avril Lavigne hast du mir gebrannt. Oh, ich war Avril Lavigne. Yes, I know. Das war echt crazy, die Zeit. Also, bevor... Oh. Nee, hey, you, I look like a dog. Nein, das war schrecklich. Ja, ich weiß. Das alles, was sogar davor kam. Ihr hättet Antonia hören müssen, als das rauskam. Boah, ich hab so geheult. Ich hasse Avril Lavigne. Weil sie hat sich dann auch die Haare so strohblond, genau, so strohblond gefärbt und so. Da dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist schlimm. Das ist ein Trauma-Erlebnis. Mann, ey, für mich. Was ist das hier? Ich finde es gerade ein bisschen lustig, dass wir das Quidditch-Feld und so ganz genau nochmal gucken. Avril Lavigne ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen raus, weil die mit Machine Gun Kelly gerade so viel am Stüssel hat. Und ich mochte auch, wie kann es denn sein, dass man das nicht trifft? Und ich mochte Machine Gun Kelly für so ungefähr 3 Monate ganz gerne. Aber irgendwie finde ich den Mann jetzt so unsympathisch. Der fliegt mit Avril Lavigne zusammen ist? Sind die zusammen? Nein, die sind nicht zusammen. Ich dachte, der ist mit Megan Fox zusammen. Nein, die haben sich schon getrennt.
Okay, ich bin nicht auf dem Aber die hatten einen Song, Avril Lavigne und Machine Gun Kelly. Und irgendwie, ich mochte dann Machine Gun Kelly nicht mehr. Und dann, weiß ich nicht. Ja. Großartig. Nee. Aber ist nichts mehr. Ich höre ja eh hauptsächlich Metal und Metalcore. Genau, du hörst noch ein bisschen. Du hast dich tatsächlich noch weiterentwickelt. Ja, von genau. Green Day und Blink bist du irgendwann weggekommen. Obwohl, die höre ich eigentlich immer noch ganz gerne. Gerade auch Green Day. Aber ich höre zum Beispiel auch 30 Seconds to Mars ganz gerne. Die sind ja auch jetzt kein Metal. Habe ich tatsächlich nie gehört, so richtig. Doch, die kann ich auch hören. Nur halt das, was man halt so kennt. Aber ja, genau. Aber sonst, und früher habe ich sonst nur so Bring Me the Horizon und so Escape the Fate und so gehört. Die verbinde ich auch immer sehr mit dir. Ja, aber die höre ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. So. Obwohl die haben... Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Revelio. Die sind nicht mehr ganz so hart unterwegs, deshalb höre ich die auch wieder. Sehr geehrte Madame Kogaba, ich kann das nicht sagen, ich sage immer Kog. Kogaba heißt die. Ja. Mit einem leichten G und nicht mit so einem harten G. Kogaba. Das stimmt nicht mit mir. Fast. Also alle, die unter 16 sind, bitte jetzt nicht mehr mir so genau zuhören. Wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beigetreten sind. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber die waren zusammen im Urlaub oder was? Das ist ja geil. Revelio. Da ist noch was. Hat auch jedem... so eine private Nachricht geschrieben. Wir klauen die immer. Ich schreibe ihn. Nee, das ist von dieser blöden. Ja. Der Quidditch-Hauspokal. Ja, das finde ich auch doof. Sie wissen, es ist mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Ferne rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir den Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Oh Mann, I feel her. Bitte Sie inständig, könnten Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen? Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Oh Mann. Jetzt habe ich plötzlich doch Mitleid mit ihr. Ich glaube, wir müssen mit ihr reden, ne? Statt ihr Büro einfach nur auszurauben. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, mal so, mal so. Ich sag jetzt, das bin ich. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Glacius, bitte. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Ups. Da habe ich D gedrückt, leider. Statt F. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Dann nehmen wir doch mal Glacius. Glacius! Hat sie das damit gemeint? Ach nee. Na bitte. Sie lernen schnell. Ich dachte, du erfrierst jetzt ihr ganzes Büro. Das kann ich auch machen. Kann ich das auf sie machen? Soll ich das mal probieren? Das wäre so witzig. Ich probier das mal, okay? Das geht nicht. Ich kann sie nicht angreifen. Und dieser Typ ist mir im Weg. Ah ja. Akio! Du machst aber ganz wilde Sachen. Glacio! Sie hat ihre Lektion bestimmt gelernt. Aber üben Sie nur weiter. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Ich glaube, sie hat keinen Bock mehr auf uns. Hast du die Truhe nicht schon geöffnet? Interessiert sie auch einfach nicht. Nee. Ja, habe ich eigentlich. Nee, jetzt so, es ging ja nicht, stimmt. Ach, wir sind aber auch echt wirklich ein bisschen vergesslich. Confringo! Yeah. Was machst du denn jetzt da? Diese arme Puppe. Guck mal, der steht immer wieder auf. Das ist ein Stehaufmännchen. Okay,
Okay, ich glaube, wir sind fertig mit ihr, oder? Ja. Das hast du charmant formuliert. Können wir ja noch einen Auftrag machen. Mensch, wir sind ja heute Rambazamba unterwegs hier. So schnell heute. Kann man hier durch? Oh ja, guck mal, hier können wir... Oh, ich dachte, da sind jetzt die Quidditch-Bälle drin. Das wäre viel cooler gewesen. Wieso? Da sind doch Bälle. Quaffel. Ich dachte, die sind da, weißt du, wie bei Woods Kids Kiste, wo die da so drin sind. Die ist da unten. Die können wir noch nicht aufmachen. Hm, schade. Antonia und Wood sitzen auf dem Baum. Um doch sein Ding mal krumm. Das wird heute die nicht ganz jugendfreie Folge mit den Schokofröschen. Wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, worum es geht, dann müsst ihr unbedingt in die Folge von Alicia Spinnett in die Outtakes reinhören. Da erläutern wir euch nämlich genau dieses Lied. Es ist ein wundervolles Lied. Es ist ein wundervolles Lied. Guck mal, hätte ich nicht so viel dummes Zeug gemacht, hätten wir niemals diese tolle Truhe hier gefunden. Ja, das ist toll. Da ist ein nicht identifizierter Gegenstand drin. Die und müssen wir, glaube ich, in den Raum der Wünsche bringen. Ja, sollen wir das nicht mal machen? Ich habe irgendwie noch nicht so verstanden, wie das geht. Okay. Ja, wir hatten doch so wenig Fortschritt im Raum der Wünsche. Vielleicht sollten wir uns darum mal kümmern. Aber er ist flip. Wir nehmen uns aber auch immer viel vor, ne? Oh. Es ist egal, müssen wir auch nicht. Wir können uns auch einen anderen Auftrag aussuchen. Wir können aussuchen. Das ruhig machen. Dann Schüler suchen. Das war hier, ne? Raum der Wünsche? Bei den geheimen Räumen. Nee, du musst zurückgehen. My Anaconda. Okay. Es eskaliert. So geht das doch nicht. Amber, wir dürfen nicht vergessen, dass uns doch auch der ein oder andere hier gerade zuhört und wir das nicht gerade nur zu zweit spielen. Ach, gut, dass mir nicht so viel unangenehm ist. Wir haben keine unidentifizierte Ausrüstung. Ja, aber das stimmt ja gar nicht. Momentan gibt es verwirrt? Nichts zu identifizieren. Aber, Leo... Hä? Nochmal in unsere Ausrüstung. Ja, erzählt uns doch Quatsch. Was ist denn das da? Ach, da brauchen wir eine andere Stufe für. Okay. Sie. Können wir das denn nicht anziehen? Oh. Oder besser wäre wahrscheinlich das. Aber die sieht irgendwie so abgefahren aus. Nee, wir machen das, was am besten ist. Jetzt eigentlich mal die Folge gekommen, wo wir uns mal so richtig hübsch machen. Nee, die ist noch nicht gekommen. Oh Mann. Einmal so für das finale Battle oder so, dass wir einfach einmal so nur so Quatsch anziehen. Da müssen wir aber erstmal Quatschsachen sammeln. Jo, das ist kein Problem. Eine Schlafmütze gibt's immer irgendwo. Imperio haben wir leider nicht. Was heißt leider? Ich bin eigentlich ganz froh drum, dass er... Wir haben tatsächlich keine Den könnt ihr aber anlassen. Der passt doch ein bisschen wenigstens. Das ist süß. Ja, und es ist ja auch manchmal kalt, wenn es regnet. Ja, ne? Genau. Das kann man dranbleiben. Also wir haben tatsächlich keine unidentifizierten... Und Inferi haben wir auch noch nie gesehen. Warum gibt's Inferi? Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Ich dachte, wir sind hier einfach nur in Hogwarts unterwegs. Nein, we're not. Hey, aber wir haben doch gerade aus der Kiste etwas Unidentifiziertes geholt. Wieso haben wir das denn jetzt nicht mehr? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt, aber es ist schön, dass wir jetzt hier sind. Noch irgendwas anpflanzen oder so? Aber nicht. Hier haben wir doch eh was. Ja, sollten wir ja pflanzen. Wir können nie geerntet. Diptam. Und hier könnten wir... Wir haben so viel davon. Wir können auch einfach mal... Einfach weil wir es können. So einen mega super tollen Zaubertrank. Mega Powertrank machen. So heißt der übrigens. Liegen da eigentlich so Totenköpfe, Schädel rum? Weil das hübsch ist, Antonia, das ist Deko.
kennst du dich einfach nicht mit aus. Meine Wohnung ist voll davon. Ich finde das ästhetisch. Was laber ich eigentlich? Also es ist heute meine Quatschfolge, ne? Also, das haben wir alle noch gar nicht bemerkt. Wundert euch nicht, bitte. Wundert euch nicht. Sind wir fertig hier? In unserem wunderschönen Raum mit diesem extrem schönen Stuhl, auf den wir springen müssen, um darauf zu stehen. Sitzen. Wie auch immer. Sind wir können uns eh nicht setzen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was wir da tun sollen. Ich auch nicht. Also wir können den natürlich umbauen, aber da habe ich jetzt echt gar keinen Bock. Deshalb lassen wir einfach. Wir gehen jetzt hier raus. So, ich muss hier länger drücken. Und dann suchen wir uns mal noch einen Auftrag. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich sollte das echt lassen, aber es ist jetzt in meinem Kopf. It's stuck in my head, wie die Amerikaner Rebellion sagen würden. Aber die Amerikaner sagen bestimmt auch viel, wenn der Tag lang ist. Also. Ah, guck mal, wir waren hier offenbar noch nie. Wir waren noch nie im Astronomieturm. Stimmt. Hast du mal Revelio gemacht? Ja, gerade. Oh, also das mit den Zetteln habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Ich sag ja, wir müssen einfach von jedem mal so ein Zettel einsammeln. Ist der auch wieder von Professor Weasley? Liebe Suchita. Ach nee. Suchita. Ach, das ist die Schwester auf jeden Fall von dieser Person, aber ich kenne sie beide nicht. So, wenn ihr das lesen wolltet, dann müsst ihr bitte noch eine Pause drücken. Weil das sieht ganz cool aus mit diesen Monden da am Fenster. Yes, das sind die Mondzeiten. Hm? Das hat sich gelohnt. Das ebenfalls. Where are we? Also wir haben immer noch keinen Auftrag. Ist das richtig, ja. Sicht? Okay. Ich dachte, wir gucken uns jetzt hier noch ein, zwei Sachen an. Einfach okay. Oder wir fragen mal einen Schüler oder so. Die brauchen doch immer unsere Hilfe. Jetzt müssten wir erstmal Schüler finden. Also hier sind sie gegen Nacht nicht unterwegs. Oh, das denke ich auch. Aber jetzt sind wir schon hier oben. Jetzt können wir mal einmal kurz hier hoch. Oh. Weil Hogwarts ist Revelio. Hier ist bestimmt eine Buchseite. Das klingelt ja auch so. Dann ist noch was. Kann man da durchgucken? Das finde ich cool. Nein, kann man nicht. Oh! Das ist das Astronomie-Teleskop. Sehr hochwertig. Okay. Aber es ist cool hier. Gefällt mir gut. Ich glaube, hier würde ich hingehen. Einfach nur so, wenn ich hier zur Schule gehen würde. Einfach um die Aussicht zu genießen. Aber wir gehen jetzt noch ein paar Dinge stehlen. Das ist nicht der richtige Zauberspruch. Wir brauchen das hier. Was mache ich hier? Nichts. Wie ich sehe, mache ich nichts. Confringo! Ich wollte gar nicht Confringo machen, aber anscheinend geht das trotzdem. Revelio. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Arresto Momentum. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dazu. Dumbledore, du bist einfach der Beste. Natürlich. Zum zweiten Teil, ne? Nein, dritten. Im ersten. Ja, doch. Nee, das ist doch da, wo er von den Dementoren so runterfliegt. Ah ja, genau. Also wollen wir dann die zweite Aufgabe mit Arresto Momentum. Ja, ich glaube, du hast schon einen Narren daran gefressen. Es ist schon wieder so dunkel, ich sehe wieder nichts. Ach, nee. Außer Leos Schal, den kann ich erahnen. Aha, da müssen wir mal schnell hier eine Aufgabe
Dann machen wir einfach die zweite Aufgabe. Dafür müssen wir übe in der Nähe der Zinnen das Fliegen und übe in der Nähe des Keenbridge-Turms das Fliegen. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Was sind denn die Zinnen? Hier Zinnen? Ja, das sagt er. Welchen Sinn? Wo wir hin müssen. Wir haben bestimmt einen Weg. Obwohl, das ist wahrscheinlich wieder nur so lila gekennzeichnet. Protego! Oh ja, sinnvoll. Wir gehen jetzt erstmal raus. Ja. Gut. War Marius im Hintergrund? Hast du zu Marius ja gesagt? Nein, zu dir. Achso. Oh, hi. Doch wieder der Ketten, Sir Nicholas, ne? Yes. Nee, der Marius, ja, der, das ist wahrscheinlich der Grund, warum auch die Grafik so schlecht geworden ist. Wahrscheinlich Revelio. Hat er gerade irgendwas angemacht hier und der soll das mal lassen. Das der ist, kann später was gucken. Der hat ein Handy, das ist bestimmt auch Datenvolumen drauf. Er guckt im Zweifel unser Let's Play und beömmelt sich über unsere Unfähigkeit. Oder, ich mache ja nichts, ne? Aber ich kommentiere. Ja, genau. Ja, jetzt bin ich raus. Aber er meinte letztens... Er fand das total bescheuert, wie ich dich immer gelobt habe, als du geflogen bist. Weil das war ja offensichtlich nicht so der größte Erfolg. Aber ich habe immer so, oh, das hast du total toll gemacht. Dabei war das gar nicht so toll. Ja, ich doch. War stets bemüht, dich zu motivieren. Ja, aber das habe ich auch bitter nötig, wie man oft bemerkt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich dachte, das wäre jetzt eine kluge Idee hier. Ich finde das auch eine sehr kluge Idee. Zinnen. Keenbridge-Turm. Der ist ja nicht hier in Hogwarts. Du musst weg. Ja, ich fliege jetzt auf mein Ziel zu. Aber ich finde es gut, dass Marius unsere Let's Plays kommt. Ja, finde ich auch. Den Support. Außerdem ist es ja auch unterhaltsam, ja? Also ist ja nicht so, als würde er das zocken und könnte es besser, ne? Also kann Marius mehr immer die denn Liebsten. Zocken? Also könnte er Was es? Heißt, er kann, also er wäre motorisch fähig dazu. Ja, auch gut. Das weiß ich nicht, weil wir haben ja nichts zum Zocken da. Achso. Wir haben keine Gerätschaften. Achso, dann sollten wir du bist ja, aber vorbei. Hin und wieder mal so ein das sind nicht die Ballons, die wir brauchen. Und Snake auf dem Aber Kier. Manchmal, ja. Oder was wollte ich jetzt sagen? So an der PlayStation FIFA oder so? Wir haben keine PlayStation. Ja, ihr nicht. Ja, okay. Hoch, okay. Aber wenn er bei Freunden ist oder so? Ja, also der hat schon mal gezockt, so ist nicht, aber weil wir ja nichts zu Hause haben, würde ich jetzt, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und würde sagen, er ist jetzt nicht der Beste. Also er hat früher gespielt, aber das war sogar noch vor dem Studium. Das dann halt auch nur so am PC. Meines Wissens hatte der nie irgendeine Art von Konsole. Ah ja. Das sind die richtigen. Also ich hatte als Kind keine, weil es bei Ich hatte Eltern Nintendo. Ein Game Boy. Ja, das hatte ich auch nicht. Wir hatten mal sowas, wir hatten schon mal ein Game Boy, aber da hatten wir nur Tetris drauf. Ich hatte so eine Englisch-Lern-App für mein Nintendo später, ja. Also. Oh, spannend. Kann das toppen. Ja, und sonst hatten wir hatten das echt alles nicht. Ich habe das jetzt alles erst in meinem Erwachsenenalter. Bis heute nicht. Mit Kennenlernen meines Freundes. Na bitte. Ich muss sagen, der hatte das in mich immer alles. Ja. Also ich muss sagen, jetzt hier Hogwarts Legacy würde ich schon gerne spielen, aber es würde sich für mich jetzt nicht lohnen, mir dafür irgendwas anzuschaffen. Und auf meinem Laptop kann ich es halt einfach nicht spielen. Habe ich jetzt leider nicht gehabt. Was soll man machen? Ich hätte sonst, also wenn ich jetzt diesen PC hier nicht zur Verfügung hätte, dann würde ich wahrscheinlich auf die Switch warten. Aber das kommt ja erst im Juni oder Juli raus. Mhm. Weil es geht mir jetzt weniger darum, dass ich hier groß Grafik habe, weil sonst könnte ich auch auf der PlayStation auf dem Fernseher machen. Aber mit dem Controller von der PlayStation komme ich noch schlechter klar als mit dem PC. Also da ist schon Laufen ein Problem. Das ist jetzt wirklich nervig dann. Also ich weiß nicht. Naja, aber so geht's doch auch. Wir haben ja eine gute Lösung gefunden. Ich würde auch sagen. So. So
müssen wir mal hier gucken. Und da sind hier diese Bubbles überall. Wenn du das sagst. Ach, du siehst sie nicht. Ja, hier sind so Bubbles. Fliegst, glaube ich, zu schnell. Das ist so viel für mich. Ich höre hier auch so diesen Wind. Es ist, manchmal ist es einfach, es macht mich verrückt. Guck mal da, das Schloss, wie schön. Oh. Hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen. Nee. Konnte es erahnen. Hätte aber auch ein Hügel sein können. Also jetzt ist hier wieder ein bisschen... Was machst du da? Ich weiß es auch nicht. Ach nee. Also ich kann schon verstehen, warum manche Leute sagen, nee, den Scheiß kann ich mir auch nicht geben. Ja, Entschuldigung. Andererseits kann ich aber auch verstehen, dass man sagt, geil, ich könnte es nicht besser, das ist genau mein Niveau. Ich lasse es jetzt hier. Ich finde das super. Ich fühle mich sehr unterhalten. Ich mich auch. Von mir selbst. Das war jetzt find's zu auch schnell schön. Für mich, ehrlich gesagt. Ich finde es aber schön, dass jedes Mal, wenn du einen Ballon triffst, dass der auch richtig begeistert davon ist und erstmal so Konfetti-Explosion macht. Ich mag Konfetti. Ich finde es nur problematisch. Ich hoffe, das ist magisch und löst sich von selbst auf, weil sonst entsteht da ganz viel Müll. Ja, das stimmt. Es ist magisch aber, und löst sich von selbst auf. Das finde ich gut, weil dann feiere ich das genauso sehr wie der Ballons. Schade. Komm, jetzt Leo, einen noch. Genau so. Ah, er ist der Beste. Guck mal, da sind Schmetterlinge. Aber jetzt können wir denen nicht folgen? Achso, wir sind ja unten. Und wir können, da oben, meine ich. Ja, und wir können nicht überall absteigen. Ich weiß nicht, wir könnten probieren, hier abzusteigen, aber vorhin konnte ich nicht absteigen. Hochlandung. Ach, jetzt geht's. Ja, sind die doch voll weit weg von denen, ne? Ja. Aber da sind irgendwelche Tiere. Was heißt das? Weiß ich nicht. Ich wollte auch gerade gucken gehen. Müssen wir jetzt den Bären folgen? Also theoretisch stehen wir auf. Ist eine Höhle schon wieder, oder was? Oh, Tiere! Niffler! Oh, wo kommen die her? Haben wir das gefunden? Wieso? Niffler, wo seid ihr jetzt? Sind sie? Ich will's. Was muss ich damit machen? Kann man die fangen? Ja, ich weiß es wir nicht. Wir wollen die eigentlich gar nicht fangen. Du kannst nur mit. Aber die sind nicht gezähmt. Mann, die sind ja süß. Ich will den jetzt auch nicht hauen. Nee. Mann. Oh, Amber! Du bist so brutal. Ich wollte wissen, was passiert. Oh Mann. Ich weiß jetzt nicht, was wir mit denen machen sollen. Ich auch nicht. Lass sie einfach da rumlaufen. Das ist doch schön. Aber sonst wären sie uns nicht auf der Karte angezeigt. Wobei, vielleicht gibt es ja irgendwann so eine Challenge, wo man die fangen muss oder so. Und dann können wir das dann. Dann muss ich sie auch nicht mehr... dann muss ich sie auch nicht mehr... Stupon. Ja. Also ich glaube, wir sind hier noch ziemlich am Arsch der Welt. Ich frage mich dann, wenn wir Niffler fangen müssen, sind wir dann nicht auch Wilderer? Also was macht uns denn dann besser? Weil wir sie gut behandeln. Ach so. Okay, ich lasse es einfach. Ich bin jetzt auf Stunk aus hier. Was ist denn hier? Ich sehe ja gar nichts. Lazio! Ich könnte mal probieren, die einzufrieren. Das funktioniert ganz gut. Okay. Oder auch nicht. Protego! Ich bin im Baum. Levioso! Oh! Oh, jetzt habe ich mich aber erschreckt, du. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Um es mit Leos Worten zu sagen, 8 Beine sind einfach zu viel. Expelliarmus. Levioso. Ekelhaft. Protego. Jedes Mal bekomme ich aufs Neue Gänsehaut, ne? Bei den Spinnen? Mag die einfach nicht. Ach, guck mal, da sind noch mehr.
Jetzt habe ich sie auf den Plan gebracht. Jetzt kommen sie alle scharenweise an. Protego! Incendio! Lidio! Oh. Oh Gott, voll in ihre Arme. Was ist denn jetzt die Dame? Confringo! Incendio! Protego! All im Spinnennetz, ey. Eklig. Das war nur ein Baum. Das sah so spinnennetzig aus. Ja, ich kann's verstehen. Ach, dann wäre noch mehr. Okay. Langsam nerven die mich auch. Du musst Incendio. Descendo machen, aber ich weiß nicht mehr, was Descendo Divioso. Ist. Depulso. Protego. Zweifel haben wir es nicht ausgerüstet. Ja, genau. Das ist einfach zu viel. Wir müssen uns wirklich gleich mal diese dritte Angster holen. Du musst erst Levioso machen. Levioso! Ich find's auch schön, dass er immer mit dem Gesicht stoppt, wenn er hinfällt. Levioso! Descendo! Oh, was war das denn? Fiese Unholde. Fiese Unholde? Das ist so geil, wenn er das sagt. Das sag ich jetzt auch immer. Fiese Unholde. Vielleicht finden wir ja noch was, was wir ab... Ich wollte gerade abschlachten sagen, aber es... ich dachte jetzt, du sagst abstauben. Ja. Und abschlachten klingt irgendwie auch nicht nach etwas, was ich sagen würde. Und wir waren hier noch nie, oder? Doch? Nee. Echt? Das kommt mir nicht bekannt vor. Ach, mir auch nicht, aber ich sehe ja auch nicht so viel. Also an irgendwelchen Gleisen waren wir auf jeden Fall schon oft. Ja, ja, genau. Ach, die sind da oben. Naja. Ich habe auch überhaupt gar keine Orientierung, wo wir gerade sind, ehrlich nicht. Gesagt. Habe ich eh nie. Doch, hier waren wir schon mal. Hier sind noch Spinnen. Natürlich sind auch Spinnen. Levioso! Werden die eigentlich noch, Was? Du musst eine Kombi von 20 machen. Protego! Werden die eigentlich stärker, je höher wir leveln? Confringo! Was war das denn für eine krasse Aktion? Jo, ist halt krass. Was hast du erwartet? Haben? Ja. Wir haben so zack, zack, zack gemacht. Ja, das macht Leo immer so. Ja? Du hast keine Ahnung, was in ihm schlummert. Confringo! Und wieder das mit dem Descendo. Können wir hier was einsammeln? Ja. Da habe ich aber einen Werwolf gehört. Mhm. Lupin, bist du? Es ist hell. Wir hätten wahrscheinlich auch einfach reisen können, ne? Wahrscheinlich, aber dann verpasst man auch immer irgendwie so viel. Und irgendwie mag ich das auch so ein bisschen so... Revelio. Strohmann. Guck. Ich finde das auch gut. Wenn wir irgendwann mal alles abgegrast haben, dann fliegen wir nur noch mit dem Besen, versprochen. Confringo! Protego! Sind mir doch ein bisschen zu viele Spinnen. Levioso! Und anscheinend gibt es auch noch einen Sumpfkratler, aber den sehe ich gar nicht. Der ist im Wasser wahrscheinlich. Ja, gegen den müssen wir auch Levioso. Noch kämpfen, laut Duellleistung. Und wir sollen 70 Spinnen besiegen. Das sind wir ja wohl kurz davor. Nee, so viele waren es jetzt nicht. Ich glaube, 6. Stand da 6? Nee, aber ich dachte jetzt insgesamt. Keine Ahnung. Noch in unserem kurzen Leo-Leben schon gegen viele Spinnen gekämpft. Ja, das stimmt. So als Fünftklässler?
Du bist gar nicht gegen den gelaufen. Ich hab's versucht. Ah, oh, ich dachte, du wärst ihm ausgewichen. Nein, er ist mir ausgewichen, befürchte ich. Ein Ruf eilt dir voraus. Ja. Das sind so Warnschilder aufgehangen worden. Achtung, Achtung, wenn Sie diesen verrückten Fünftklässler in gelber Hufflepuff-Robe sehen, weichen Sie aus. Ja, so ähnlich wird es wohl gewesen sein. Rennt aber auch immer wie so ein Bekloppter. Ja, der ist, wird auch nie so richtig müde. Das hatte ich auch gerne mal. Guck, hier habe ich doch noch eine Chance. Ein Dauerläufer, der ist auch rausgewichen. Guck mal, ich sag ja, die sind vorgewarnt. Hier sind noch ein paar Gegner. Wir gehen jetzt hier mal so querfeldein. Ein richtiges Camp wieder, ne? Ah ja. Descendo! Levioso! Expelliarmus! Accio! Accio? Protego! Machen wir jetzt nicht. Das ist mir gerade zu viel Baum im Weg. Mir auch. Hast du wirklich gedacht, du Achso, du bist auch noch. Machen wir eine alte Guck mal, jetzt haben wir schon 11 von 20 besiegt davon. Noch einer Hilfe. Protego! Hör doch mal auf hier. Es ist auch. Da ist aber auch alles rot. Da kommen jetzt noch mehr. Achtung! Noch mehr. Protego! Ist es jetzt gut? Haben wir's? Sieht gut aus. Die Luft ist rein. Nee, die jaulen aber immer noch. Aber ich sehe nichts Rotes mehr auf der Map. Okay. Das ist ein Stein. Und gibt es jetzt, haben die irgendwas beschützt hier? Revelio. Nö. Ah doch, da ist ein Sack Geld. Holen wir uns doch mal. Wir sind bald auf Level 21. Da. Hat sich gut getarnt. Wer hat sich gut getarnt? Der Sack. Achso, ja. Was ist das hier? Guck mal, was hier wieder los ist. Oh, oh Gott, da, boah, das sind super viele. Oh. Ich kann jetzt einfach schon mal direkt sehen. Ach, das sind hier Knirpse. Wie heißen die? Levioso. Ah, du musst Expelliarmus machen. Und doch Kobolde oder so, oder? Expelliarmus. Jetzt musst du das Y benutzen von ihm. Verpasst. Also, du musst die Waffe klauen und dann mit der Waffe ihn zurückschlagen. Expelliarmus. Ist das diese Koboldstadt da, wo wir die Wagen rausgeholt haben? Bloß verteidigen. Der Schüler hat unser Lager beim Turm ausgeräuchert. Expelliarmus. Protego. Mal Y, jetzt ist es schon wieder weg gewesen. Schade. Ich kann mich irgendwie nicht immer so gut darauf konzentrieren, was ich da so machen muss. Ja, hier waren ja, wir schon jetzt mal. Sag jetzt doch noch mal kurz, ob dir das hilft, wenn ich dir Tipps gebe oder ja, ob dich das doch, verwirrt. Also bei so kleineren Kämpfen habe ich immer das Gefühl, da kommst du. Huch, ach, das war eine super Rolle. Ja, das ist kommst immer gut klar. Im Krampf. Ich wusste, im Krampf? Ja. Das ist wirklich ein Krampf. Ich habe mir schon gedacht, dass sie uns verwirren wird. Protego. Bei so kleinen Kämpfen denke ich immer, du hast es alles so voll gut im Blick. Aber ich habe gerade hier gar nichts im Blick, ehrlich gesagt. Du musst auf jeden Fall Expelliarmus machen. Du musst mit alter Magie kämpfen. Das ist sowieso gut. Ach nee, du solltest einen Schildzauber damit brechen. Ja, das war jetzt nicht so gut. Oh. Oh, shit. Das ist eine Rolle, ich kann nicht mehr. Descendo! Levioso! Expelliarmus! Accio! Arme, echt. Ein Anhänger weniger, Renrock! Ach, Leo, du bist so... Revelio!
Ein Held. Skrupellos. Das ist unsere ganze schöne Combo weg. Und unsere Duellleistungen waren auch schon mal besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eben, als du die Rolle gemacht hast, hat er das doch nicht so gemacht. Ja, ich kann leicht drücken, so wie jetzt. Ah. Der hat uns auch angeguckt, als ob wir dumm wären. Verstehe ich aber. So lang drauf drücken, dann macht er das. Ach, das ist ja witzig. Komm, ich kann vielleicht durch die durch. Hat sie dich gestört. Neues Hobby gefunden. Oh, irgendwas hat uns entdeckt. Ich finde, was sonst? Ja, du musst den Pull so. Das können wir wieder nicht, um einen Gegner in der Luft in etwas zu schleudern. Das sind immer so komische Aufträge. Bis ich die gelesen habe, bist du schon fertig. Hier sind noch ein paar Spinnen. Protego! Ich sehe die überhaupt nicht. Das ist schon blöd. Du sollst mit einer Spinnenexplosion bekämpfen, aber was ist denn jetzt schon wieder eine Spinnenexplosion? Liegt alte Magie. Confringo! Das war doch bestimmt eine Spinnenexplosion, aber damit hast du jetzt niemanden anderen umgebracht, leider. Schäfchen. Ja, die greife ich auch nicht an. Nein. Ich greife anscheinend nur Niffler an. Nein, ich wollte nur wissen, was dabei passiert. Ob ich die vielleicht schocken kann und dann kann ich sie irgendwie streicheln und dann gehören sie mir. Das war so meine Idee. Der Weg ist tatsächlich noch sehr lang. Wollen wir nicht doch ein bisschen reisen? Ja, wir können 700, auch. Das ist wirklich sehr, sehr weit. Rebellion. Ne? Da fliegen können wir was von mir aus auch. Was ist das? Das ist der Hochzeitsbogen, wo Nettie und Leo heiraten. Ach, hätte ich es nicht nee, aufgemacht. Ne? Oh, Familie Black. Das ist irgendeine Stammbaumgeschichte. Mhm. Revelio. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt eine Buchseite, oder? Nee. Irgendwas muss man bestimmt damit machen, sonst würde das nicht blau leuchten, ne? Aber vielleicht nicht jetzt. Komm, weil es so lustig ist, fliegen wir nochmal ein bisschen Besen. Fliegen wir über die Gegner drüber. Weil da sollten Gegner sein. Oder Schäfchen. Hui. Hogwarts, wir kommen. Hui. Ich glaube, ich muss irgendwie zu einem Eingang. Und in Hogwarts darf ich eh nicht mit dem Besen fliegen. Stimmt. So. Gant. Achso, nee. This was not the right way. Ist doch eh auf dem Quidditch-Feld, oder? Nee, in ihrem Büro bestimmt, oder? Aber ist das nicht da in der Nähe vom Quidditch-Feld? Nee, hier. Auf jeden Fall irgendwo draußen. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben... Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Üben wir uns im Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Arresto Präzise, bewusste Bewegungen. Yeah, that was awesome. Oh, guck mal da. Warum sollte jemals so eine komische Kugel auf uns zurollen? Offenbar im Kampf.
möchte das nicht. Ich auch nicht, weil das noch etwas ist, auf das ich achten muss und das kann ich nicht. Das müssten wir vor allem erstmal ausgerüstet haben. Naja, wir werden das schon schaffen. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so Accio. Oft wie möglich. Wingardium Leviosa. Vielleicht noch bevor sie gehen. Ja, was machst du denn da? Ich weiß es nicht. Du musst es doch erst ausrüsten. Dass ich alles muss. Arresto Momentum. Sehr gut. Sorry. Weiter so. Toll. Sieht episch aus, was er da macht. Gut gemacht. Schon sehr bald beherrschen sie Arresto Momentum. Hey, wir beherrschen es doch schon super. Okay. Leicht übertrieben, das Ganze hier. Sind wir jetzt fertig? Ja. Ich würde sagen, den nächsten Auftrag können wir in der nächsten Folge machen, oder? Ja, das würde ich auch machen. Vielleicht gucken wir uns hier nochmal einen schönen Ausblick an. Der Team. So, ist ein schöner Ausblick. Er steht ein bisschen krumm da, aber okay. Macht er immer. Krumm. Ja, dann schön, dass ihr wieder dabei wart und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ja. Ah, wir hoffen, wir sind bald wieder mit einer neuen Folge vom Let's Play dabei. Im Moment ist es ein bisschen unregelmäßiger, aber wir bleiben dran. Ja, genau. Und genau, hört noch in unserem Podcast vorbei. Da ist es auf jeden Fall regelmäßig. Und schaut bei Insta vorbei. Wir freuen uns auf euch. Genau, lasst uns auch noch weitere Tipps in den Kommentaren da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.